Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wir packen heute die erste Goodiebox des Jahres aus. Goodiebox Januar 2024. Es ist sogar Goodiebox, fast die ganze Box drauf. Wir packen aus gemeinsam, schauen, was bei mir drin ist. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr die Box gefunden hättet. Oh, schöner Satz, ne? Wir haben hier eine Beautybox aus Skandinavien. Wir haben hier gerne mal dänische Marken dabei, was ich sehr cool finde, weil es mal was anderes ist. Wir hoffen immer wieder, dass wir neue Produkte entdecken. So auch jetzt, vor allem zum Jahresstart, oder? Da wollen wir doch irgendwie neue Sachen entdecken. Die Goodiebox kostet 19,95 Euro im Monat plus Energiepreispauschale. Die haben das immer noch. Das sind 1,63 Euro. Ist jetzt noch dabei. Ich bin mal gespannt, wie sich das dieses Jahr durchzieht. Ihr könnt aber meinen Link benutzen. Findet ihr unten in der Infobox, wie immer. Dann bezahlt ihr für eure Welcome-Box nur 9,95 Euro oder 98. Es können auch 9,98 Euro sein. Die sieht aktuell so aus, ich blende euch das mal ein. Da sind ein paar Sachen drin, unter anderem meine absolute Lieblingscreme. Comme de, ding. Bitteschön. So sieht die jetzt bei mir gerade schon aus, ne? Weil es eine der wenigen Tagescremes ist, die ich benutzen kann, bei der meine Haut nicht nachfettet. Da ist eine Tasche dabei, ein Lippenstift, also irgendwie so ein Allrounder-Set. Das bekommt ihr, wenn ihr im Januar abschließt. So jedenfalls die Werbung auf Goodiebox, ne? Ich habe das nicht zusammengestellt, ich weiß nicht, ob die lügen. Oder ob sich da irgendwas noch aktualisiert, aber so sieht es aktuell aus. Wir packen jetzt die Box aus, die alle aktuellen Kunden im Januar bekommen. Also alle bestehenden Kunden. Falsch rum. So sieht sie aus. Rosa. Haben wir da auch schon zweimal. Es ist also keine neue Box. Was steht denn hier? Mein Wasser. Sehr schön. Bitte schön. Eine ganz normale rosane Box. Ohne irgendein Shishi drumherum. Und wenn wir sie öffnen, finden wir einen Flyer, zwei Flyer diesmal. Limited Time Site-Wide Offer. Lastobject.com. Goodie 2000. Aha. What goes around? Ring in the New Year. Last Object. Okay, also Last Object ist anscheinend. Oh nein, hier ist was ausgelaufen. Nein! Oh, schaut mal. Oh, bitte nicht. Das hatte ich noch nie tatsächlich. Schauen wir mal, wie schlimm es wird. Das ist anscheinend eine Marke. Ich zeige euch hier mal den QR-Code. Wenn ihr wollt, scannt den. Aber scannt den jemals jemand, wenn jemand das so zeigt? Wahrscheinlich nicht, ne? Eine Marke, die wir dann mal ausprobieren werden, austesten werden. Okay, und hier ist unser Flyer. Your happy hour of me. Time is here. Oh Gott, das ist ganz doof getrennt. Ja, your happy hour of me time is here. Sehr schön. Wir scannen den QR-Code. So läuft das nämlich bei Goodiebox. Und dann könnt ihr, wenn ihr den QR-Code-Scanner findet, online in das Leaflet schauen. Und wir haben hoffentlich ein Motto. Redirecting. Komm, wir starten ins neue Jahr mit einem Link, der funktioniert. Hier ist auf jeden Fall was ausgelaufen. Ja, ach Mann. Habe ich hier was? Ja, habe ich hier was. Das mache ich mal eben sauber, während er... Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Fresh Start Box. Also, ein frischer Start ins Jahr, ihr Lieben. Erwartet uns jetzt. Wir packen sie mal aus. Ich nehme das Papier raus, es ist nämlich ganz durchfeuchtet. Und ich hoffe, alles andere ist trocken geblieben. Ich will mich auch gar nicht so spoilern lassen. Ich fasse nochmal an. Okay. Fühlt sich gut an? Fühlt sich gut an. Der Januar mag ein kalter, dunkler Monat sein, aber anstatt sich zu verstecken, solltest du all das Gute, das der Monat mit sich bringt, annehmen. Dies ist dein Moment für Erneuerung und einen Neuanfang.
Amen. Wir ermutigen dich, die Schönheit der Veränderung zu begrüßen, indem wir dich mit einer Kollektion von Produkten ausstatten, die dunkle Augenringe vertreiben, deine Haut zum Strahlen bringen und deinen Geist beleben. Lass uns das neue Jahr mit einem neuen Gesicht und einem strahlenden Geist begrüßen. Finde ich schon mal mega. Vielen Dank, ich bin jetzt schon gespannt. Also Motto finde ich sehr gut. Dann Produkte, also was ich jetzt grob gesehen habe, habe ich nichts wiedererkannt, was ich schon habe. Aber wir schauen jetzt mal direkt rein. Als erstes, oh, haben wir ein Scone-Produkt. Leute, ich liebe Scone. Scone ist toll. Eine dänische Marke aus. Ich dachte gerade, war es nicht Kopenhagen? Ah, ganz falsch, ne? Humblebeck. Nee, ich dachte, es wäre irgendwas, was so ähnlich klingt wie Kopenhagen. Ist auch egal. Bevor ich jetzt aus Dänemark eine dänische Marke, ich jetzt solche Scheiß. Bitteschön. Eine, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Nachtcreme. Anti-Age Night Cream 50 plus. Ja, was soll's. Da sind wir noch nicht, aber was soll's, ne? Scone ist parfümfrei, ist sehr hautverträglich, ist 50 Milliliter haben wir hier drin. Ich meine, tierversuchsfrei. Ich schreibe es euch aber gleich nochmal drunter. Ich bin mir ziemlich sicher. Und genau, 50 Milliliter haben wir hier drin. Mikroalge, natürliche Antioxidantien, Omega-3 bis 6 und Vitamin E. Eine richtig schöne Nachtcreme. Ich bin gespannt. Meine liebste Nachtcreme ist von Scone. Liegt da auch gerade auf dem Bett. Ich habe auf meinem Bett oben so eine riesen, so eine breite Ablage, ne? Wie so ein, wie heißt das denn? Ich erzähle euch auch einen Schmarrn hier. Wie so eine Fensterbank quasi. Und da liegt meine Scone-Nachtcreme. Das ist meine liebste Nachtcreme. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei der anders ist, außer dass sie ab 50 ist. Ageless Skincare, nicht Kincare. Auf euer Kinn könnt ihr es auch tun. Oh, ich rede einen Quatsch. Zur Wiederherstellung der Lipidbarriere und einer einzigartigen Mischung aus Meeresextrakten wirkt sie synergetisch, um Elastizität und Feuchtigkeit zu verbessern. Sehr schön. Für einen jugendlichen Glanz, ihr Lieben. Und den Preis habe ich euch eingeblendet. Das habt ihr gesehen. Ist nicht ohne, ne? Es lohnt sich. Also Scone ist auch nicht günstig, tatsächlich. Ich bin total gespannt. Es ist so ein Applikator und es ist einfach echt eine Nachtcreme. Ich schau gerade mal. Ich habe es irgendwie wie so eine Augencreme, ne? So vom Packaging. Aber 50 Milliliter Augencreme ist ganz schön viel. Das ist so pfirsichfarben und sehr fett. Oh ja, sehr fett. Also echt eine Nachtcreme. Ja, und es riecht nach nichts. Halt ein bisschen fett. Also wie, ja, es riecht fett. Sehr schön, ne? So. Und nun muss ich ganz kurz eine Pause machen. Ich höre hier schon wieder, dass ihr. Ich bin gleich wieder da. Ihr merkt das gar nicht. So, für euch gar kein Unterschied. Ich habe allerdings in der Zwischenzeit nochmal die andere Nachtcreme geholt. Das ist meine absolute lieblingsbeste wirkende tolle Nachtcreme. Sind tatsächlich andere Inhaltsstoffe. Also ich bin mal gespannt, ob die mir auch so gefällt. Hier ist sogar weniger drin in dem Produkt, das ich hier drei- und viermal habe. Das sind ja 50, hier sind nur 30 drin. Wir schauen mal. So, nächstes Ding. Und das ist das, was ausgelaufen ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier alles ein bisschen weggekriegt. Es ist halt nicht zugeklebt, ne? Und es ist ein bisschen aufgegangen. Okay, Now Bay Pomegranate Shower Gel. Oh, sehr schön. Ein Duschgel, das nach Granatapfel riecht von Now Bay. Sehr cool. 200 Milliliter. Ja, fruchtig, rot und fröhlich. Fröhlich, es riecht schön. Das mag ich. Dann muss ja eigentlich die ganze Box so riechen. Nö. Gut. Gut. Sehr schön. Okay, also ein Duschgel. Muss ich da jetzt so viel zu sagen? Ich zeige es euch hier nochmal. Ein Duschgel von Now Bay. Tolle Marke. Toller Geruch. Sehr schön. Da fahren die Träger wieder. Hört ihr das? Hört ihr das? Haben wir hier irgendwas Schönes noch drin? Für einen Energieschub. So, wisst ihr Bescheid, ne? So, dann als nächstes haben wir 7 Reusable Facial Wounds. Danish Design bei Last Object. Das ist die Marke, die wir hier eben hatten am Anfang, die wir jetzt entdecken wollen.
Leute, ich sag's euch. Irgendwas ist immer. Wir haben Abschminkpads. Safe Water and Avoid Chemicals. Ja. Okay, hier steht jetzt ganz viel drin über Wasser sparen, wie viel Wasser wir sparen, wenn wir kein Plastik benutzen, etc. pp. Und, das geht so auf. Hier sind diese Pads drin. Die sind jetzt ganz hart. Wir kennen die von Ebeling, glaube ich, aus DM, ne? Die sind ganz fest. Hört ihr das? Ist das ein ekliges Geräusch? Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Und wenn ihr die nass macht, werden sie dicker, gehen auf und werden ganz weich. Und dann könnt ihr die sehr gut benutzen. Also die von Ebeling finde ich gut. Mal schauen, ob es da jetzt einen großen Unterschied gibt. Aber auf jeden Fall eine tolle Erfindung. Und ich meine, Hani, warst du's, hat mal gesagt, die kann man sogar in der Waschmaschine waschen. Das traue ich mich gar nicht. steht hier was drauf? Vielleicht finden wir hierzu was. Ich schaue mal eben rein. Wenn sie nass sind, 7-mal rund... Achso, nee, herkömmliche Baumwollkugeln. Was? Okay, pass auf, ich lese einfach mal alles. Entdecke umweltfreundliche Schönheit mit den wiederverwendbaren Facial Wands. Sie sind aus formveränderlichem Stoff gefertigt und fühlen sich an wie herkömmliche Baumwollkugeln, wenn sie nass sind. Okay, probieren wir aus. 7-mal Runden, die über 1750 Einwegprodukte ersetzen. So, in der Waschmaschine bis zu 60 Grad waschen. Krass. Dann mache ich das einfach, ne, wenn das da steht. In der Waschmaschine bis zu 60 Grad. Wird getestet. Wird getestet. Man muss sich einfach mal rantrauen an neue Sachen. Lieben wir. Dann hoch. Haben wir etwas Mintfarbenes. Varda Luxury Skincare. Varda kenne ich noch nicht. Ah, es ist eine Handcreme. Okay. Also, wir haben eine neue Marke. Jedenfalls für mich neu. Allerdings ist es nur eine Handcreme. Ich bin ja eher so fürs Gesicht, ne? Ich will neue Sachen fürs Gesicht ausprobieren. Aber gut, Rejuvenating, so rum heißt es. Aloe Vera Vitamin C Handcreme. Also für feuchte, geschmeidige, glatte Hände, Haut an den Händen. 50 Milliliter haben wir hier drin. Riecht das nach was? Ist es noch zu, dann lasse ich es zu. Ich rieche auch nichts. Ist eine wunderschöne Handcreme, die eure Hände verjüngt. Also dieses Jahr starten wir sehr verjüngt, ne? So plus 50 Nachtcreme. Das ist wahrscheinlich der Effekt. Wir fühlen uns dann erstmal alt, denken so, wie, was heißt alt? Ist jetzt auch nicht alt. 50 ist das neue 30, ne? Also daher. Aber wir denken erstmal so, oh, 50 plus. So viele Produkte habe ich nicht, wo das draufsteht. Ach, und dann fühlen wir uns richtig jung nach der Anwendung und sind froh, dass wir erstmal so einen Zweifel hatten. Heute kann ich richtig viel Quatsch erzählen. Angereichert mit Vitamin C und E, spendet sie Feuchtigkeit und macht deine Hände unwiderstehlich weich. Dann müssen wir das doch testen, oder? Und dann haben wir als allerletztes Produkt, die Box ist leer, ein Gosh-Produkt, Eye Brighten Conceal. Ein Concealer von Gosh, ihr Lieben. 2 in 1. Ein Illuminator und Concealer? Nein. Also ich möchte vieles betonen in meinem Gesicht, aber nicht die Augenringe. Die möchte ich nicht hervorheben. Und ich habe ein neues Puder benutzt und ich sehe gerade, es sieht ganz schön faltig aus. Ne? Ja, jetzt achtet ihr alle drauf. Dankeschön, nett von euch. So, wir haben Gosh Kopenhagen. Hatten wir heute auch schon mal. Der revolutionäre Eyebrighten Concealer hat eine einzigartige Formel, die sich an alle Hauttöne anpasst. Da sind wir mal gespannt. Geht das? Und für eine nahtlose Übereinstimmung sorgt, die deine natürliche Schönheit unterstreicht. Er vereint das Beste aus zwei Welten. Sassi! Insider. Die folgenden Vorteile, die pflegenden Vorteile einer Augencreme und die transformierende Kraft eines Make-ups. Okay, also quasi ein pflegender Concealer. So würde ich es jetzt mal übersetzen, ne? Ich mache den mal auf. Eine Farbbezeichnung haben wir dann nicht, denn... Es soll sich ja einfach jeder Farbe anpassen. Sind wir mal gespannt. Ich hoffe jetzt gerade auf so ein Schwämmchen. Ihr wisst es. Yes! Ich lieb's.
So, machen wir einmal zusammen. Machen wir einmal zusammen. Muss ich das aufdrehen? Ja, letztes Mal habe ich nämlich gedreht wie eine Blöde, gedrückt wie eine Blöde, aber von nicht vorher aufgedreht. Also heißt, ne, so sieht es neu aus. Dann dreht ihr hier einmal. Und dann seht ihr schon, dass hier ein Schlitz gekommen ist quasi. Und nun, erstes Mal drücken. Ist das schön. Und das war's. Es wird nie wieder geschehen, denn jetzt bist du benutzt. So, hier ist er drauf und er sieht sehr dunkel aus und sehr orange aus. Es sieht gar nicht nach meiner Farbe aus. Ach du Scheiße. Leute, das ist so gar nicht. Das ist orange, das ist gelb, das ist nicht meine Farbe. Heißt übersetzt, wenn man nett spricht, ne, ein sehr warmer Ton, der nicht zu mir passt. Aber ich habe hier ein paar Wanderpakete. Dann schauen wir mal, ne? Naja, zum Verlosen ist das jetzt nichts, denn der ist benutzt, aufgedreht. Das mache ich nicht. Aber gut, er lässt sich aber super verblenden, ne? Aber es ist trotzdem zu dunkel. Ihr seht den Fleck immer noch. Das ist nicht schön. Okay. Ist auch schwierig. Okay, also sowieso ist es schwierig, wollte ich gerade sagen, so Foundation, Concealer, solche Sachen reinzupacken, weil einfach so viele verschiedene Hauttöne existieren. Aber deshalb haben sie wahrscheinlich versucht, dieses All-in-One, ne, passt sich da eine Farbe an Produkt reinzutun. Muss man austesten, ob es funktioniert. Im Zweifel, wenn es wirklich zu dunkel ist und ihr das benutzen wollt, macht ein helles Puder drüber. Dieses Banana Powder von Essence zum Beispiel, das ist aus der Drogerie, also super erschwinglich. Ich weiß gar nicht, was kostet das? 2,79 oder so. Und das hält total auf. Könnt ihr machen. Oder sonst probiert einfach ein bisschen rum. Experimentiert rum. Wenn ihr alleine zu Hause vorm Spiegel seid, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Keiner sieht das. Einfach ausprobieren und wenn es euch nicht gefällt, wieder runter. Und wenn ihr denkt, ha, vielleicht, ich könnte auch. Und plötzlich wird es was, merkt euch das und dann könnt ihr es öfter machen. Sieht keine Sau. Ist ja nicht jeder so seltsam und stellt das ins Internet. Ne, wenn man neue Sachen ausprobiert. Da kommt auch ein Video auf euch zu. Da habe ich neue Sachen ausprobiert. Und Steffi ist schuld. So, okay, also wir sind erstmal bei der Goodiebox. Hier ist unser Gesamtwert. Wie gesagt, 19,93 € habe ich bezahlt, plus Energiepreispauschale. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich ja schon fünfmal für das Scon-Produkt gelohnt. Ist eine Mega-Box, ist eine super Box für den Start ins neue Jahr, finde ich. Wir haben neues Pflegeprodukt mit den Wattepads. Also jeder kennt das irgendwie schon mal, ne? Aber jetzt kann man es mal wirklich ausprobieren. Und von der neuen Marke. Sehr cool. Wir haben eine Handcreme, braucht man im Winter. Auch wenn es wieder eine Handcreme ist, braucht man im Winter. Muss ich zugeben, fertig aus. Duschgel, mega. Und es riecht schön fruchtig. Nicht so winterlich, nicht so zimtig oder so. Das ist ja schon weihnachtlich. Sondern richtig gut. Concealer, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Und eine Nachtcreme geht immer. Gerade im Winter eine fette Nachtcreme nachts, mega. Hinter mir wird es schon wieder laut, da ist schon wieder, gleich kommt hier jemand rein. Ich weiß es, deshalb beende ich das jetzt super schnell und da ist er. Tschüss, tschüss, tschüss. Sie sind noch nicht ganz reingekommen, deshalb wollte ich noch ganz schnell sagen, lasst euch nicht ärgern. Ciao.